rausnehmen. Ja. Das ist der Schädel. Schau auf den Grill. Ja. Genau, hab ich gedacht, weil das reicht für die Enden. Richtig. Hämmer, der ist schon. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Heutige Video. Es gibt eine ganze Ente vom Grill. 1,9 Kilo Teil. Irgendjemand hier hat schon wieder gejammert, das ist zu wenig, das ist zu wenig. Ich habe gesagt, das reicht vollkommen aus. Was haben die Mädels dann heute noch mitgebracht? Hä? Entenbrustfilet. Die haben noch extra Entenbrustfilet mitgebracht. Wer soll das alles essen? Erfahren wir am Schluss vom Video im Fazit. Ja, und wir gehen jetzt rein, wird die Ente gewürzt, aufgespießt und dann gehe ich mit dem Manni hinaus am Gasgrill. Attacke. In der kleinen, aber größeren Küche. Aber nicht viel. So, meine Lieben, hier haben wir die 1,9 Kilo Ente. Jawohl. Ja, vielleicht war es doch nicht ganz verkehrt, dass die Mädels noch zusätzlich was geholt haben. Und jetzt Salz, Pfeffer, Paprika, Spatzel, nicht davonrennen, du sollst mir würzen. Ja, mein Schatz. Weil ich halte ja hier das Viech jetzt fest. Ja. Ordentlich Salz. Hau nein, schön verteilen, schön verteilen. Ja, genau. Ist noch ein bisschen was? Ja, gut. Gut. Pfeffer, Paprika. Genau. Jawohl. Nicht so viel. Und noch ordentlich Paprika. Ja, von innen kann man immer ein bisschen mehr rein tun. Gut. So, und dann fangen wir mal von außen an und ich tue es mit schön einreiben gleich. Gut. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hauen Sie mal drauf hier. Ja, mehr, mehr, mehr. Immer drauf. Jawohl. Pfeffer habe ich eigentlich nicht mehr gemeint, ich meinte eigentlich Salz, aber egal. Paprika gleich von der Seite. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Über das Hacksalz da drüben. Wollte ich auch gerade machen. Gut. Gut. Ja, das wäre die erste Seite. So, einmal umdrehen. Hau gescheit ordentlich drauf, da kannst du ordentlich draufhauen. Was haben wir hier noch? Das ist Hautlappen. Lass mal dran. Hau ordentlich drauf. Das ist alles von außen, da kann ordentlich drauf. Also vielleicht so viel Pfeffer. Mache ich doch nicht viel Pfeffer drauf. Das ist nämlich sehr frisch, der Pfeffer, wurde frisch gemahlen. Mhm. Und deswegen. Ich tue gleich wieder einrubbeln. Genau. Jawohl. Schön unter den Achseln. Da steht schon ein Spießling. Gut. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir den Spieß ziemlich genau mittig hinkriegen. Aber ich gehe mir jetzt erst einmal schnell die Pfoten waschen. Sonst ist nämlich komplett alles voll. So, jetzt kommt der Spieß, der ja eigentlich schon fast wieder für Kinder bis 12 Jahre geeignet ist. Also zum Aufspießen und Grillen. Naja, gut, Witz beiseite. Ein ellenlanger Spieß. Und ausgerichtet habe ich ihn schon so halbwegs, dass wir das Enterl halbwegs in die Mitte drauf bringen.
elendiger langer Spieß. Ich war wahnsinnig hier. Kann mal einer den Spieß halten? Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten, die Mädels. Ich möchte schauen, dass wir hier irgendwie die Haxerl damit innen reinkriegen. Dann schlackern die nämlich nicht so mit rum. Andere Spieß. Oh, strecken bis oben. Ups. So. Und dann haben wir das Vieh hier schon aufgespießt. Da hinten ist eine Scheibe, pass auf. Ja, die habe ich gesehen. Gut. Wunderbar. Leute, dann können wir eigentlich... Sollen wir es noch festschnüren? Ja, noch ein Bitfaden, dann schnüre ich die Flügel sicherheitshalber noch ein bisschen fest. Und danach sehen wir uns direkt draußen am Grill. So, Raleigh, jetzt arbeiten wir uns hier irgendwie um die Kämmerings rum. Manni, kommst du von der anderen Seite? Steck mal bloß den Ring da drauf. Achso, zieh mal den Motor nochmal ab. Okay, da wird's nicht mehr drauf. Ja, das ist mir auch klar. Aber ich kann hier jetzt so halbwegs das Gewicht ausrichten. Ohne dass ich mir hier einen abspülen muss. Gut. Oh ja. Wie gesagt, so halbwegs. So, Rolle. Schalt ein. Du, das ist mir so wurscht, wie rum die Ente dreht. Man sagt zwar immer, dass es hinten runter soll, aber wir machen jetzt bloß einmal die äußeren Brenner an. Ja, die ganze Ente hätte noch ein bisschen nach rechts gekonnt. Mach mal noch. Mach mal noch. Das sollte kein Problem sein. Rein theoretisch. Okay. Joch. Ja, äußeren Brenner an, ca. 110, 120 Grad will ich am Anfang. Ne? Mach. Mach. Steht da genau vor der Cam. Ja, hätte ich auch gemacht. Also wie gesagt, nur die beiden äußeren Brenner jetzt. Und guck mal, dass wir so dann auf 120 Grad in etwa kommen. Für die erste Dreiviertelstunde in etwa. Danach sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, anfangs mit zwei Brennern außen war der Grill auf 100 Grad. Haben wir ca. eine Dreiviertelstunde laufen lassen. Und dann haben wir auf jeder Seite noch einen Brenner eingeschaltet, komplett runtergeregelt. Da hat er sich auf knapp 150 eingependelt. Und wie lange ist das Vieh jetzt drin? Bisschen über Stund 10 in etwa. Und ja, die sieht schon mal ganz gut aus. Unten haben wir noch ein bisschen Wasser rein. Ja, so lassen wir sie jetzt noch 20 Minuten, eine halbe Stunde weiter drehen. Und dann drehen wir noch ein bisschen hoch und schauen, dass wir sie fertig kriegen. Eventuell mit Backburner, aber das sehen wir nachher. So. Ja, dann machen wir auf hier. Ja, so knapp eineinhalb Stunden. Schauen wir einfach mal. Ja, die Mädels sollten langsam drinnen mit dem Zubehör anfangen. Definitiv. Ja, Kerntemperatur schön. Um die 70. An der ganz dünneren Stelle etwas mehr. Dann würde ich sagen, gib mal da drin Gas. Heiz mal. Ach komm, mach zu. Ich gehe jetzt.
Ich gehe jetzt rein, heiz den Mädels ein, dass die Gas geben und wir schalten danach dann ja zum Schluss noch den Backburner an, dass das Ding noch knusprig wird. Jetzt solltet ihr ein bisschen Gas geben da drin. Okay. Ja, ganz schnell. Was gibt's heute dazu? Knödel, Rotkraut und Salat. Das hört sich verdammt gut an. Ja. Ja. Mittlerweile so den zeitlichen Überblick verloren. Aber macht den Backburner an. Der Manne macht das. Ist sein Grill. Und jetzt heizen wir den Vögerle nochmal von hinten ein. Und hoffen, dass es noch ein bisschen knusprig wird. Auf alle Fälle, Hauptsache, wir haben hier keine Darkwing Duck. Natürlich steht die Ente unter ständiger Überwachung. Irgendwo war es, ja. Langsam wird sie fertig. Sieht gut aus. Ein paar Minütchen noch und dann tun wir sie hier heraus und gleich runter und nehmen sie mit rein. Wir sehen die Ente dann drinnen wieder, wenn sie der Manne zerlegt. Doch. Ich nehme Beil. Ich glaube, ich schmeiß das Ding so, wie es ist, einfach am Tisch und sag, reißt euch einfach was weg. Genau. So machen wir das vielleicht. Da der Manne sich strikt weigert, das Vieh zu zerlegen, werde ich das jetzt wieder total falsch angehen. Ist mir auch schnurz. Hauptsache, wir haben nachher ein paar Stückchen. Schöne Ente. Oh, lecker. Aber aufs Brett. Weil er macht, ich konnte es noch viel falscher. Und noch falscherer. Falsch ist falsch, also da mache ich es jetzt noch fälscher. Sie hat mir eine Fleischgabel in die Hand gedrückt. Ich bringe ja, um. Wo kommt die denn her? Ich bringe um. Wo kommt die denn auf einmal her? Aus der Küche. So. Und es ist mir jetzt wirklich egal. Ich habe keinen Lehrgang hier für Geflügel zerlegen oder sonstiges. Ich zerleg das Ding einfach. Und wenn einer meint, das ist total falsch, dann soll er selber gefälligst ein Video rausbringen. So, das muss ich jetzt echt einmal loswerden. Weiß doch echt immer. Naja, gut, lassen wir das jetzt. Ein Flügelchen. Zwei Flügelchen. Und hinter der Kamera zappelt die Alina wieder rum. Ich weiß nicht, was die uns hier mitteilen will.
eine Keule. Und noch eine Keule. Manne, magst du den Purzel essen? Okay, dann mag den keiner hier. Magst du den essen, den Bürzel? Also den mag hier keiner essen. Es gibt Sachen, die sind, naja. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch Leute, die sagen, das ist das Beste. Gut, die dürfen gerne vorbeikommen und sich einen Bürzel abholen. So. Herzl. Da ist noch ein Herzl. Soll ich jetzt das Zeug hier noch ablösen oder einfach bloß klein schneiden? Ich schneide es jetzt hier einfach durch. Einmal, das kann sich dann jeder selber vom Knochen runterpulen. Ich ärgere mich jetzt nicht so rum hier. So. Habe fertig. Leute, also für mich Ente fertig zerlegt. Ja, ab auf den Tisch. So Leute, ich habe mir jetzt hier einfach ein Stückchen von der Ente genommen. Dazu noch ein bisschen Soße von gestern mit irgendwie heute noch dazu gemacht. Keine Ahnung, aber auf alle Fälle Rotkraut heute noch zusätzlich mit Äpfeln reingeschnippelt und wieder Knödelchen. Gut. Dann probieren wir mal die Duck. So. Ganz pauschal ein Stückchen weggeschnitten mit Haut. Ich hoffe, euch reicht reichen die zwei Brüste im Ofen. Die Ente gehört mir. Alles okay. Nee, Schmarrn. Leute, das ist lecker. Das Rotkraut heute mit Äpfeln. Noch besser als gestern. Wir essen jetzt. Hinterher gibt es dann ein Fazit. Ich hoffe, dass wir es heute machen. Ansonsten machen wir das Fazit morgen. Oder Doris? Jawohl, ja. Okay. Magst du ein Schlückchen? Bist du so voll gefressen? Ja. Tja, Leute. Prost. Fazit heute gleich. Direkt im Anschluss ans Essen. Boah. Ich muss sagen, die Ente, geschmacklich war sie hervorragend. Aber so Drecksvieh kommt man nicht nochmal her. Zumindest keine 1,9 Kilo Ente, weil... Bisschen mager war es. Ja, es war einfach zu wenig dran. Die Haut war richtig lecker. Das Fleisch war sehr lecker, aber es war zu wenig dran. Die hat mehr Knochen als alles andere gehabt.
Tatsache. Und ich habe so gut gemeint. 1,9 Kilo. Hm. Über den Daumen gepeilt, das reicht für uns. Tja, es hat ausgereicht. Von den zwei Extrabrüsten wurde noch eine dazu gegessen. Die zweite ist irgendwie in der Küche liegen geblieben, weil sonst hätte ich auch noch mal ein bisschen was gegessen. Aber geschmacklich, Leute, absolut hervorragend. Kann man absolut nichts sagen. Ja, die war wirklich gut. Ja, ja. Auch die Haut. Rotkraut mit dem Äpfelchen drin, ja. Noch besser als sonst. Mhm. Bitte immer Äpfelchen reinschneiden. Äpfelchen, ja. Da mag ich das Rotkraut noch viel lieber. Die Knödel wie gehabt. Ja, dann übergebe ich das Fazit ja, euch. Ja, ich habe schon teilweise mitgesprochen. Ja. Das Essen war wunderbar. Ja. Es war wunderbar. Nur das Vögelchen, das war ein bisschen abgemagert. Ja. Hat nicht viel Bewegung gehabt. Ich vermute, es hat wirklich einen starken Knochenbau gehabt. Ja. Weil auf der einen Seite war ein bisschen schönes Fleisch dran und auf der anderen Seite, viel, da hast du wirklich knullen müssen. Richtig. Miniatur extrem Knochen ausgebildet. Naja. Ja. Man kann halt den Neischon so. Genau. Ja. Wir sind satt. Wir sind auf jeden Fall satt. Wir sind auf jeden Fall satt. Ja. 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 Und morgen? Gibt's auch wieder was. Gibt's Silvesteressen. Schauen wir weiter. Da geht's weiter, Leute. Richtig. Ja, also gespannt. Aus dem Essen kommen wir gar nicht mehr raus. Nee. Das nächste Video wird wieder gedopft. Ja. Oder? Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ja noch ein Leckerbissen von Grill auch noch dabei. Ja. Da darf der Mann wieder Kohlen anfeuern. Ja. Das ist dann das übernächste Video. Mhm. In dem Sinne, Leute, Tschaikowski, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Däumchen nach oben, ja. Nettes Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Und zum Abschluss. Und haut euch nicht zu viel neu. Dürft ihr nochmal die Alina sehen, die darf auch noch Winke-Winke machen. Ja. Und schmeißt ihre Switch gleich weg. Ruhig, ganz locker bleiben, Alina. In dem Sinne, weg sind wir. Tschüss.